Ich spüre diese Vibes, ja. 1000 Megahertz, ja. Bitte, bitte kill sie nicht. Denn ich spüre diese Vibes, ja. Ey Leute, ich bin ZF und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich mal ein bisschen über meine Songs reden, die ich ja veröffentlicht habe. Ja, die einen fanden es gut, die anderen nicht. Hat die aber wirklich, beide Songs haben wirklich extrem positive Bewertungen, kann ich euch auch mal hier zeigen. Und zwar, wenn ich hier auf meine YouTube Studio App gehe, dann kann ich das sehen. Und zwar hier, Vibes hat hier, ja, man kann sehen, Vibes hat tatsächlich 240 Aufrufe. Und hier, es hat einfach da 26 Likes und nur ein Dislike. Das ist heftig. Also wer den Dislike gegeben hat, ne, ja, ist halt so. Aber alle anderen richtige Ehrenleute, ich schwöre. Ja, ist halt echt so. Und hier flexen, da, also hier sieht man 101 Aufrufe und 16 Likes und 0 Dislikes. Voll 0. Also das ist heftig. Ja, aber dass halt einfach die Songs wirklich so krass angekommen sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alles klar, hier wird einfach PowerPoint aktualisiert. So ein Müll braucht doch niemand. Hier auf dem Tablet oder auf dem Handy oder so. Ich habe das auch auf dem Handy drauf und ich kann es nicht löschen. Was soll das? Und zwar anhand von Soulja Blade. Ja, Soulja Blade. Ich mache das hier übrigens das so eingestellt, dass man mein Laptop-Bild hier drauf auf mein Tablet sehen kann. Ihr seht schon, ich lade es gerade auf hier. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es meine Soulja Blade-Seite und da kann man halt so Statistiken und sowas abrufen. Und hier, seht das da? Ich kann es mal größer machen. Ihr seht hier schon, dass hier... hier wurden mir mal 68 Aufrufe aus irgendeinem Grund geklaut. Allerdings kann man dort ziemlich gut sehen, dass ich tatsächlich gestern einfach 5 Abonnenten gemacht habe. Also am Sonntag, weil ich nehme das Video gerade am Montag auf, deswegen. Aber das ist heftig. Einfach gestern 5 Abonnenten. So überhaupt keinen Sinn. Und als ich die Songs gedroppt habe, hier sieht man das. Man kann es sehen. Da hier. 188 und 103 Aufrufe, also an den jeweiligen Tagen. Das ist wirklich extrem, Freunde. Das ist extrem. Ja, das ist ja alles ziemlich nervig und so. Und ja. Auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, habe ich die beiden Songs auch über so einen Vertrieb unter anderem auch auf Spotify veröffentlichen lassen. Das heißt, wenn ihr einen Spotify-Account habt und ein oder beide Songs feiert, dann könnt ihr auf jeden Fall euch den Song immer geben. Dazu ist er tatsächlich auch noch auf Soundcloud verfügbar, das habt ihr am Ende des Videos gesehen und das ist heftig, Freunde. Da, Flexin, 1561 Plays, keine Ahnung, ob man das so nennt oder so, aber das ist extrem. 1561, das müsst ihr euch mal vorstellen. Falls ihr nicht so die Ahnung von diesen YouTube-Download-Gedöns so eine Ahnung habt und es vielleicht, keine Ahnung, nicht nur via Spotify oder so hören wollt, sondern, keine Ahnung, irgendwie anders noch, dann könnt ihr euch da die beiden Songs übrigens runterladen, also dass sie dann richtig quasi auf eurem jeweiligen Gerät dann drauf ist. Ist richtig nice, ich habe es mit Soundcloud nur gemacht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der übelste Soundcloud-Nutzer oder so, aber ich kenne ein paar, die Soundcloud nutzen und deshalb habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich gibt es da draußen noch viele andere, die über Soundcloud da hören und deshalb, ja, habe ich das da gemacht. Ich kann es euch hier nochmal zeigen, hier, also hier bei Spotify. Ich kann es euch nochmal zeigen. Irgendwie spinnt die Spotify-App hier auf mein Tablet, keine Ahnung wieso. Aber auf jeden Fall hier seht ihr schon JF. 3 Follower, naja. Aber hier beliebt ist Vibes tatsächlich. Kann man sich auch irgendwie besser geben, finde ich. Ja, und auf jeden Fall ist es halt dort verfügbar. Also hier könnt ihr das nochmal sehen. Es ist wirklich auf Spotify.
Zudem, auf jeden Fall mein Pullover, bestes Touchpad ever. So, zudem habe ich hier noch eine Playlist veröffentlicht, die heißt einfach nur JF. Müsste einfach nur JF bei Spotify eingeben und dann müsste es eigentlich kommen. Ja, hier sind ganz tolle Lieder, wie ihr schon sehen könnt. Ja, hier scrollen wir ein bisschen runter. Ja, sind 24 Songs und ja, die sind alle ganz geil. Falls ihr mal wissen wollt, was ich so für Musik höre, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal anhören. Und hier, ich habe auch noch Millionen andere veröffentlicht. Zum Beispiel Power, ne? Also wenn ihr mal ein paar Motivationstracks braucht oder so, für wenn ihr so Sport machen wollt oder morgens aufstehen oder so, dann kann man sich die Songs anhören. Also da unten mit Dwayne Johnson, da habe ich einfach das Bild genommen. Da, wo das Instagram-Bild ist, da, wo ich da die Cola trinke bei Ikea. Calm Down. Dann kann man sich die Playlist anhören. Packe ich einfach mal den Link in die Beschreibung. Dann könnt ihr das nämlich, dann auch mal auschecken. Da wisst ihr nämlich immer, was ich so höre und so. Also nicht nur auf Spotify und Soundcloud ist das Ganze verfügbar, sondern auch auf Apple Music, iTunes, Google Play. Ne? Also bei iTunes und Google Play könnt ihr euch die jeweiligen Songs für 99 Cent kaufen. Wird sowieso keiner machen. Richtige Ehrenperson. Also die den Song für 99 Cent kauft, ist wirklich heftig, ne? Ja, also nicht nur da, sondern auch auf ganz vielen anderen Musikstreaming-Plattformen, wo man sich das Ganze downloaden kann. Ich habe tatsächlich bei Amazon geguckt, ob das da ist, aber das ist da nicht. Ich kann ja nochmal gucken. Es ist nicht mehr normal, Freunde. Hier, Vibes aus irgendeinem Grund zweimal, wird es mir hier angezeigt, ist auf Amazon verfügbar. Das ist krass. Also hier kann man es ganz deutlich sehen. Da Amazon und da JF Vibes. Tatsächlich hier für 1,29, keine Ahnung wieso. Ja, und aus irgendeinem Grund zweimal. War nicht auf CD oder so. Ja, aber als MP3 kann man sich das hier downloaden. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich auch bei Amazon Prime Music da auch wahrscheinlich verfügbar sein. Ja, ich glaube auch noch auf Deezer und noch irgendwelchen anderen Streaming-Plattformen, die ich noch nie gehört habe. Ja, aber auf jeden Fall packe ich euch einen Link in die Beschreibung. Da sind alle, also wenn ihr auf den Link raufklickt, sind dann alle Links, wo es dann verfügbar ist. Das war's hier mit der ganzen Information zu meinen beiden Songs. Wie gesagt, falls ihr noch nicht gehört habt, die Songs könnt ihr euch die auf jeden Fall anhören. Das war's mit dem Video und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Ja, wie gesagt, habe ich mir einfach mal gedacht, machst das mal mit den Songs und jetzt, wenn ihr oben drauf klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, da könnt ihr auch gleich die Glocke aktivieren, da bekommt ihr mal Benachrichtigungen. Ist kein Scherz, also ich meine das wirklich ernst. Bis zum nächsten Mal und ciao. Psst.